Errungenschaft freigeschaltet, Sturz in die Ewigkeit. Oh, da ist jetzt aber mehr los, ne? Da hinten. Da geht's aber ab da hinten. Da will ich gucken gleich. Könnt ihr das mal kurz für mich dechiffrieren? Könnt ihr das mal kurz machen? Kann ja nicht lange dauern. Chat ist doch mal schlau. Chat weiß immer alles. Ah. Das hat sich ja gelohnt. Hat sich richtig gelohnt, den Zettel zu suchen. Das ist natürlich schön. So, zeig mal her. Ja. Ich mach mit. Das ist aber langsam ein bisschen... bisschen makaber. Südkorea-Simulator. Ich komme eh in die Hölle. Bei mir ist zu spät. Oh boy. Na gut. Ich gehe mal zur Tür. Wie wäre das denn? Zeig mal Helsinki. Blamier dich im Stream, wenn du nicht weißt, wo alles ist. So, warte. Wie kommen wir denn von hier aus nochmal? Ich tue jetzt so... Aha, hier ist der Zettel, genau. Ich tue jetzt so, als würde ich wissen, wo ich hinlaufe, ne? Guck mal, hier liegen... Da hat die auch noch ein Zettel. Ich gucke halt trotzdem drauf, weil ich doof bin, weil ich hoffe, dass auf einem dieser Zettel irgendwas steht, was man brauchen kann. Du kommst mehr als nur in die Hölle. Ich baue in der Hölle erstmal 9-stöckiges Lagerhaus nach unten. Da wird es wieder ein bisschen kühler. So, jetzt habe ich die Seite auch noch geholt. Habe ich extra für euch geholt. Damit ihr die auch nochmal kurz machen könnt, ne? So, ich gehe mal zur Tür. Dann laggt die Hölle. Die 10 FPS-Hölle. So. Leute, ich gehe mal ganz kurz... Wow, 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 wow. Der hat gerade noch gezappelt. Da müsste langsam unten ein stattlicher Berg entstehen, ne? Die müssten langsam hier auch hochwachsen. Ich verstehe diese Zwischenwelt hier immer noch nicht so richtig, diese Bibliothek mit den Stimmen und so. Das Theater. Er ist an die KI gekettet. Sehe ich das richtig? Unser lieber Freund Walter Rosendahl hat sich... hat die erschaffen und ist jetzt quasi ihr Laffel, mehr oder weniger. Könnte auch ein Kabel sein, was bei ihm im Kopf reingeht oder so, ne? Könnte es natürlich auch sein. Sieht man nicht so richtig. Na, dann gucken wir mal. Eine Marionette in der Maschine. Ja, genau, genau sowas halt. Genau sowas in der Richtung. Errungenschaft freigeschaltet, der Sonne ganz nah. Oh, Icarus. Oh, Icarus. Oh, schön. Survival! Das waren früher mal Felder hier, glaube ich, ne? Ich glaube, das waren mal Felder. Sie sehen ein bisschen verwuchert aus inzwischen. Oh, tut das gut, wieder ein bisschen Sonne im Gesicht zu haben. Oh, nach all den düsteren Schluchten und Häusern. Ach, das tut gut. Da drüben war mal eine Straße, man sieht sie inzwischen nicht mehr. Ja, vielleicht noch teilweise. Parkplatz. Sag mal. Die Autos, die ich gerade gesehen habe.
Das war noch. So that's where you are, Walter. I can see the chapel from the train. Ich sehe die Kirche. Das war sehr DDR hier, ne? Das Grenzhäuschen kennen wir ja auch noch vom Anfang. Und die Autos, die hier stehen. Warum stehen hier Trabis? Also, oder Wartburgs oder Laders, keine Ahnung. Ich sag mal Trabis. Warum stehen hier Trabis? Was machen die hier? Ich sehe gerade, die Straßenlampen sind auch aus der DDR. Was macht das hier? Soll das hier so sein? Wahrscheinlich exportiert. Okay. Nicht trödeln. Das ist ja wie Fangs Eingangstür. Hier clashen die Realitäten, kann das sein? Weil, guck mal. Und hier. Tangente. Ja. Hier clashen die Realitäten. Oh. Hab's aus dem weggeschmissen. Bin aber auch sauer auf ihn. Der Tisch ist aber auch mit dem roten Telefon und der. Ich glaube, ist eine Kaffeemaschine, aber das ist so ein Dingens. Könnte auch ein Preis sein. Also, irgendwas ist hier merkwürdig. Hanfplantage. Ja. Das sind die ganzen Sachen aus dem Labor. Vom Anfang. Ich versuche zu speichern, warte mal kurz. Oh, der beste Arbeitsplatz, ne? Irgendwann mache ich das bei uns auch so. Warum Büro mieten? Einfach Freiluft, ein Freiluftbüro ist doch viel schöner, oder? Guck mal, du sitzt hier, frische Luft, Natur, alles. Du hast einfach alles. Oh. Gut, hier ist der Arschlochplatz, klar. Da muss halt einer sitzen. Aber ansonsten, oh, nice. Oh, ist das schön. Und zwischendurch, einer muss Himbeeren pflücken gehen. Für alle. Vent Radioactive Gas. Was? Was? Das kennen wir schon, das mit dem Radioactive Gas haben wir noch gar nicht gesehen. Naja, komm, wir gehen mal weiter. Hier sind wieder die Dinger, wo wir durchgeguckt haben. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Ja, die haben wir auch gesehen bei uns drüben. Also drüben. Die haben wir drüben auch gesehen. Kommen wir von da? Nee, ne? Wir kommen von da. Warte. Oh, die Luft hier ist so gut, ne? In der Stadt vorhin hat es so irgendwie nach Öl gerochen und irgendwie nach Chemie. Aber hier. Oh, das Meer. Ich komme leider nicht hin. Ne, ich komme nicht hin. Und hier hat sich der Walter zurückgezogen? Walter Freiwald? Da geht's noch weiter, aber ich guck natürlich erstmal hier. Erstmal durchs Fenster gucken. Augen im Himmel, das ist die Sonne. Das ist so ein rundes Ding am Himmel, was manchmal warm ist.
Je nach Jahreszeit. Das ist kein Auge. Wenn du da eine Iris drin siehst, dann, also guck auch nicht rein. Ich hab schon wieder die Szene verlassen. Ach, Mann! Ah, ich hätte noch hinten rumlaufen. Wieso kann ich jetzt nicht wieder rausgehen? Wieso kann ich denn jetzt nicht wieder... Ach, das ist so ärgerlich. Ich glaube, das ist die Uhrzeit, ne? 2.02 Uhr, 2.00 Uhr. Nee, ist kein Bug, das ist leider... Es ist leider eine Art des Spieldesigns, die ich überhaupt nicht mag. Da hinten ist unser Zug, okay. So, warte. Zum Glück hatte ich gerade da speichern können, auf jeden Fall. So. Ja, lesen ist wichtig. Ich lese doch nicht vor jeder Tür, ob ich die öffnen kann. Oder ob ich da direkt weggehe. Das mache ich doch nicht. Ich bin es gewohnt, 1000 Jahre Spiele, bin ich gewohnt, Tür drücken, Tür öffnet sich, ich gehe durch. Und kann wieder zurück, eigentlich. So. Und wenn es nur das hier ist, aber... Caro richtig. Victor von Bülow, was? Ein Loriot Easter Egg? Und das hätten wir übersehen! Das hätten wir übersehen! Oh, oh, au. Aua. 1923. Oh. Marlene Brent, geborene Tannhauser, gestorben Hackerwiek, 2001 Ruhe in Frieden. Warte mal, Marlene Brent? Brent? Der Name kommt mir so bekannt vor. Das ist der Name von seiner Frau, ne? Wir müssen hier was hinlegen. Hätte ich jetzt auch nicht machen können. Hugo Solheim. Geboren 2017, gestorben 2018. Es hat einfach nicht gepasst. Oh, ist das böse. Eckart und Hagen, glaube ich, ne? Geborene Zepf und Jungnickel. 10. Februar 2017 geboren. Tod unmöglich. Braumeister. Oh, plus oder plus unmöglich oder... Ist das ein Insider, den ich nicht verstehe? Zepf und Jungnickel, Eckart und Hagen? Eckart, Zepf, Hagen, Jungnickel? Sind das vielleicht Entwickler? Eventuell. Braumeister. Und hier M. Schuster. Geboren 6. Juni 1918, gestorben November 99, Ruhe in Frieden. Könnte eventuell auch jemand sein. Schade. Okay. Ist einfach Loriots Grab. Errungenschaft freigeschaltet hier. Oh. Er hat's gespürt, ne? Radiorauschen, er hat's gespürt. Rückseiten, nein. Das sind Grabsteine. Die haben eigentlich. Die sind nicht doppelseitig bedruckt. Aber wir haben es trotzdem mal geguckt. So. Hier ist offenbar alles rausgeschmissen. Die ganzen Bänke sind rausgeschmissen. Jetzt können wir die Szenerie verlassen. War mir wichtig. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Oh. Mein Gott, Walter.
Nochmal Szene verlassen. Machen wir gleich. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Ich glaube, er spielt Synthesizer. Ich bin mir nicht sicher. Kann man hier irgendwas? Eine leere Tafel. Das ist aber, Walter, 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 ich bin's, Walter! Walter, ich bin's, Frauchen, Walter! Ich verlasse die Szene, wir können ja eh nicht so viel machen. Na dann mal, Walter? Oh mein Gott, Walter! Look at you! What did they do to you? What is this? What? Walter? What? But... Don't be scared. Come here. Trust me, Nora. I don't understand. I purposely didn't prevent Atlas in the beginning. You... Wait, you what? Ist er hochgeladen? Ich glaube, er ist hochgeladen und wir sind hier wahrscheinlich eher in seiner Simulation oder so. Ich weiß noch nicht so richtig. I wanted our program to progress. So when I discovered that it was capable of learning and absorbing knowledge it could. Freedom for Atlas, knowledge for us. A mutual. Walter, wait, wait, stop. For what price? Undoubtedly. Then came the 9th of November. I knew that after this day, things would change for the GDR. The only possibility to ever find out what the agreement with Atlas really meant. No, no, wait. Wait a second. I don't get this. Then I became King Rosendahl. Well welcomed by the people of Hackaday. Little did they know now. Walter, stop! This can't be! Walter, please, wake up! This is all wrong! After years of fire, I will continue with science. Now, parasite powers, as Atlas is to this world. Walter, please! You didn't do any of this! I'm deeply rooted into the cost of my physical form. A small sacrifice for what I am responsible for. Why can't we just leave? Why can't you just wake up and we'll go back home? It'll all be fine. Walter, please. It's too late, Nora. We are stuck here, stuck in the librarians want us to fix it. I don't even get who they are. Where are we anyways? What the hell? Where was I for the last 20 years, Walter? I know you have so many questions. But time No, no, you're not doing this to me again. You don't leave me again. I never wanted to drag you into this. I'm so sorry. Don't leave me! Please stop! We'll see each other again. I promise. Go, 'cause you must confess the things you've done. Go, they believe their faith in you. Jungnickel stand auf dem Grabstein. Zwei Leute. Drei Leute.
Sehr geiles Spiel. Verwirrendes Ende. Ich weiß, also er hat sich quasi hochgeladen in die KI. Er wohnt jetzt in der KI, um Schlimmeres zu verhindern, damit sich die Sachen, die passiert sind, nicht wiederholen. Fragezeichen. Er ist jetzt Schlaukopf aus Art Attack. Und das hat er gemacht, weil er die Sachen mit Atlas hat geschehen lassen. Warum hat er das geschehen lassen? Oh, ist ein Nickel Brit, cool. Hat er das geschehen lassen? Und Frictional Games. Creators of Half-Life 2, da siehst du. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe nicht alle Namen gelesen. Warum hat er das geschehen lassen mit Atlas? Warum hat er das zugelassen? Weil er das untersuchen wollte? Das wird immer nach 20 Jahren wiederholt. Ich meine, das Achievement fürs Ende war, das Ende ist das Ende, ist das Ende, ist das Ende. Also ist wohl ein Loop drin. Was hat das mit der DDR zu tun? Naja, die kommen beide aus der DDR und der Walter ist aus der DDR geflohen vor der Maueröffnung, ganz kurz vor der Maueröffnung. Weil er, glaube ich, weiterforschen wollte, ne? Also so richtig hundertprozentig erschließt es mir nicht. Ich habe so ein paar Eckpfeiler, die ich verstehe, aber so hundertprozentig erschließt es sich mir nicht. Kann es sein, dass der Anfang sich perfekt an das Ende schließt? Also, soweit ich gesehen habe, als wir in der Bibliothek durchgelaufen sind, ne? Dann sind wir durch die Tür gegangen und haben immer diese Theaterszene gesehen. Kam sie in einer Szene runter und er saß da? Also ist sie da einmal runtergeflogen und er saß da? Weil, das würde bedeuten, wir waren gerade die Szene. Und als wir außen waren, haben wir von außen die Szene gesehen. Es würde sich also wirklich wiederholen. Glaube ich. Aber ich bin unsicher, ob es die Szene gab. Ich habe mir die nicht so richtig gemerkt. Sie schwebte im Liegen, als er unten saß. Also vielleicht war es das. Er sagte, er wird dich wiedersehen. Nicht, dass ihr das verwechselt, wo zwei Leute nacheinander nach oben schwebten. Das war ja, glaube ich, wo sie diesen komischen Orb betreten haben. Ne, das war noch in der DDR. Da ist ja dieser Orb gewesen. Da ist sie ja auch nach oben geschwebt, da rein. Ganz am Anfang. Das war, glaube ich, die Szene, wo die nach oben geschwebt sind. Aber so richtig? Also theoretisch?
Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, ob wir in einer alternativen Realität waren, weil das kann eigentlich nicht wirklich sein. Weil wir zwischendurch ja immer wieder in dieser Bibliothek waren. Also immer, wenn wir irgendwas gemacht haben, wir sind zwischendurch immer wieder in diesem Hub gelandet, in dieser Bibliothek. Das heißt, wir waren wahrscheinlich, genau, in seiner Realität. Wir waren wahrscheinlich in seinem Mind oder so. Glaube ich. Aber so richtig? Ich glaube, ich werde mir auf YouTube erstmal ein Erklärungsvideo angucken gleich. Ich bin zu dumm dafür. Gemäß Steam-Beschreibung war das eine Parallelwelt. Ey, aber offenbar war es, also kann es ja nicht gewesen sein. In der Parallelwelt, wenn du physisch in der Parallelwelt anwesend bist, dann kommt ja nicht einfach so ein Sinnbild von ihm und du fällst in so eine Schlucht und siehst auch mal diese ganzen Dinger und landest auf der Theaterbühne. Das passiert ja auch in dieser Welt nicht. Ich glaube auch nicht, dass in anderen Welten passiert. Das wäre merkwürdig. Genau, das glaube ich auch. Wir haben uns am Anfang in Atlas hochgeladen. Ich glaube eher sowas vielleicht. Aber unabhängig von dem sehr verwirrenden Ende, ich wünschte, es wäre ein bisschen besser erklärt, einfach nur, aber andererseits mag ich es, wenn man so ein bisschen spekulieren kann, mag ich auch. Unabhängig davon liebe ich solche Storygames. Ich liebe solche Storygames. Das ist schon sehr, sehr nice. Also, ja, das war Industria. Ich hoffe, Brand geht's gut. Ich hoffe, Brand geht's gut. Ich würde wahnsinnig gerne wissen, was aus Brand wird. Am Ende das Rauschen noch ganz kurz. Ja, das war Industria.